Ansonsten sehen wir hier auf der rechten Seite, das sind die Kontrollgebäude, so nennen wir sie. Da befindet sich auch sehr viel Elektrotechnik drin, weil eigentlich dreht sich alles um den Motor. Der E-Motor hat eine Leistung von 18,4 Megawatt. Der Kompressor eine mechanische Leistung von 14,7. Der Rest ist der Wirkungsgrad, was dazwischen liegt. Hier in dem Gebäude sehen wir die ganze E-Technik für den E-Motor, Frequenzumrichter gesteuert. Das heißt, der E-Motor hat eine Leistung oder Drehzahl, besser gesagt, von 8000 bis 14000 Umdrehungen. Hört sich auch enorm an, ist aber eigentlich, ich sag mal, üblich in dem Bereich. Entwickelt auch nicht sehr viel Lärm oder Geräusche, wenn die Türen zu sind. Das ist alles schallisoliert, schallgekapselt, also man hört da so gut wie nichts. Wenn man sich hier in diesem Bereich aufhält, kann man kaum hören, ob die Anlage in Betrieb ist oder nicht. Ja, zu den Geräten, es gehören Nebenanlagen dazu. Wasserkühlung, Pumpen für den Frequenzumrichter. Der muss Wasser gekühlt werden, dann gibt es eine unabhängige Spannungsversorgung, eine Batterieanlage, die in einem Falle einer Unterversorgung durch Elektrizität dann automatisch einspringen würde und immer sicherstellt, dass auch die Anlage im Betrieb bleiben kann und vor allen Dingen sicher abgeschaltet werden kann, was ja ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist. Ja, rechts sehen wir noch die Transformatoren dazu. Ja, es gibt dann noch eine freie Stelle. Ausgelegt ist die Anlage auch noch für eine vierte Verdichtereinheit. Die Möglichkeit besteht, aber es ist auf jeden Fall im Moment nicht beabsichtigt, noch eine weitere Ausbaustufe hier durchzuführen. Möglichkeit bestände aber.